Was würdet ihr denn sagen, wenn man jetzt online irgendwas sieht? Vielleicht ist man sich nicht ganz sicher. Was könnte man denn mal prüfen bei so einem Online-Shop? Oder wie sollte man vielleicht auch am besten bezahlen beim Online-Shopping? Also einmal würde ich sagen, dass es schon schwer ist, für irgendeinen komisch aussehenden Shop bedeutend günstiger zu sein als die ganz großen wie Amazon oder sowas. Wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich zu gut, um wahr zu sein. Das muss ja dann nicht mal sein, um Malware auszulösen, sondern vielleicht auch irgendwelche, weiß ich nicht, Daten auszuspähen. Welche Nutzer, an welchem Browser, keine Ahnung. Kreditkartendaten dann. Genau, eben. Also, weiß ich nicht. Wenn es zu gut ist, ich würde nicht auf jeden komischen Shop gehen und auf jeden komischen Link klicken. Und nicht per Vorkasse zahlen, oder? Ja, ja, das heißt einfach, auch beim Black Friday gilt, einfach die Sachen bewerten in Ruhe, gucken, sich der Gefahren bewusst sein. Vielleicht nochmal darauf achten, dass die Webseite, wo man Zahlungsdaten eingibt, irgendwie so ein schönes kleines Schlosssymbol oben hat. Wo das ja nicht reicht, ne? Das ist schon, also ich meine, mit Services, die jetzt auch ohne Authentifizierung einfach das Ziel haben, dass das ganze Internet mit SSL ausgestattet wird, kriegt ja mehr oder weniger, kann jeder ja so ein grünes Schloss bekommen. Das grüne Schloss bedeutet eben nicht, dass ich in irgendeiner Form, also dass die Webseite vertrauenswürdig ist, bedeutet nur, dass der Autor eine bestimmte Identität hat und bestätigt hat, dass ihm tatsächlich diese Webseite gehört. Aber man muss schon aufpassen. Ich kann zum Beispiel ein grünes Schloss bekommen mit einer Seite PayPal, wo das geschrieben ist PEI, also PayPal. Und da kann ich ein grünes Schloss für kriegen. Also auch weiterhin. Gibt es auch Seiten, die das automatisiert machen, Let's Encrypt oder so. Man braucht da jetzt auch, also ich muss da nicht meinen Personalausweis hinschicken oder so. Ich muss quasi auf meine PayPal, also mit dem Schreibfehler drin Seite, muss ich eine bestimmte Datei in einen Textfile legen oder so. Damit beweise ich halt, dass ich derjenige bin, der tatsächlich Kontrolle über diese Domain hat. Dann stellen die mir ein Zertifikat aus und fertig. Ja. Also, Weil deren Ziel ist es halt nur, dass das Internet verschlüsselt wird am Ende. Und da braucht man keine große. Was ja auch eine sinnvolle Sache ist, durchaus. Ist eine sinnvolle Sache. Man sollte sich nur eben nicht von diesem Schloss täuschen lassen. Genau.